Ja, Freunde, ich bin wieder unterwegs, nachdem das letzte Video zum Thema Tesla Supercharger versus EnBW Autocharge einige Fragen in den Kommentaren aufgeworfen hat, möchte ich jetzt den Fragen aus den Kommentaren mal nachgehen und wieder hinfahren und testen. Als erstes habe ich leider in dem Video meine ADAC-Ladekarte geopfert, weil ich nämlich den Code von meiner Ladekarte mit abgefilmt habe und mich dann darauf aufmerksam gemacht wurde, dass jetzt wahrscheinlich jeder meine Ladekarte in seinem Konto hinzufügen könnte und auf meine Kosten laden könnte. Deshalb habe ich diese Ladekarte schnell deaktiviert. Das Bestellen einer neuen Ladekarte kostet mich wieder 10 unnötige Euro. Ich habe das sicherheitshalber aber jetzt mal gemacht, dass ich es deaktiviert habe. So, wenn ihr mich unterstützen wollt, dann lasst wenigstens ein Abo da, gebt den Daumen hoch, läutet die Glocke, dann könnt ihr mir ein bisschen was zurückgeben. Ja, ansonsten bleibe ich wahrscheinlich auf den 10 Euro sowieso sitzen. Das ist halt Pech, ja, ist so passiert. Ansonsten habe ich mir zwei Fragen herausgepickt, denen ich auf jeden Fall nachgehen möchte, weil sich die für mich sehr interessant anhören. Die erste Frage: Wenn ich am EnBW-Lader stehe und mit Autocharge lade, kann dann jeder meinen Ladevorgang beenden? Ja, also nicht nur ich, der das Auto aufsperren kann, zusperren kann und so weiter, sondern jeder x-beliebige. Dazu werde ich das Auto verlassen, ich werde das Auto absperren, ich werde mein Handy in den Flugzeugmodus versetzen und dann schauen, ob ich selber meinen Ladevorgang beenden könnte. Das wäre natürlich der absolute Super-GAU, das wäre ein No-GO meines Erachtens. Und ja, das zweite Thema, das sich aufgetan hat, ist, ob ich auch in einem anderen Tarif laden könnte, zum Beispiel, wenn ich einen günstigeren Tarif hätte, an dieser EnBW-Ladesäule, aber Autocharge aktiviert habe. So, das heißt, ich werde mit einer Handy-App von mir das freischalten, ja, die Ladesäule freischalten, dann das Auto einstöpseln und dann werden wir mal schauen, zu welchem Tarif ich denn eigentlich lade. Also zu dem EnBW-ADAC-Tarif oder zu dem Tarif aus meiner App. Ich habe da schon so eine Idee, aber wir probieren es aus. Also viel Spaß. So, und jetzt wieder mit dem Tesla Match einpacken. Schauen wir mal, wie gut wir es hinbekommen. Aber ein bisschen Autofahren muss man natürlich können, das hilft alles nichts. Aber wir schaffen es rein. Es ist übrigens minus 6 Grad. Ich habe keine gescheite Jacke dabei. Aber mich interessiert es jetzt heute einfach zu sehr, euren Fragen nachzugehen, als dass ich mir jetzt Sorgen oder Gedanken mache um meine Jacke. So, ja, das heißt, wir fangen jetzt einfach an und stecken das Auto ein. Fangen also an die Frage mit dem Jedermann kann das Laden beenden, wenn ich über Autocharge lade. Das heißt, wir stecken ein. Zum einen können wir gleich nochmal sehen, ob Autocharge immer noch funktioniert. Ach, ist das schön kalt. So, hier ist offen. Hier nehmen wir den Ladeanschluss. Zack. Jetzt hat das Auto übrigens schon abgesperrt. So, ich höre es schon klackern. Er blinkt schnell in Blau. Es klackert weiter. Er blinkt immer noch. Also die Kommunikation ist auf jeden Fall nicht so schnell wie beim Tesla Supercharger, ganz klar. So, jetzt ist er grün. Sehr schön. Wir laden. Akku ist kalt. Heute geht es wieder mal nicht um die Ladegeschwindigkeiten. Hier haben wir übrigens ein Display. Ich schaue mal kurz. Wir sind beim CCS 1. Schauen wir uns mal schnell die beiden Ladevorgänge an. CCS 1 ist mein Ladevorgang, alles klar. Also unsere 35 kW. Ah, da schon her. Hier haben wir sogar die Ladekurve, die wir uns anzeigen lassen können. Wollen wir jetzt aber nicht. Schauen wir mal, was der Kollege am CCS2-Stecker so macht. Was wir da sehen können. Auch gleich ist in grün, das ist ja interessant. Können wir uns auch die Ladekurve anschauen? Ja, Ladekurve haben wir auch mit dabei. Weiß ich nicht, warum wir da alles sehen können. Aber gut, ist ja jetzt nicht so schlimm. Was haben wir dann für einen Lademonitor? Okay, gut, also das ist die Ladekurve von einem Mercedes EQA 250, der neben mir parkt. Ja, wir sind angestöpselt. Und jetzt ist es so, dass das Auto schon abgesperrt hat. Ich mache es jetzt aber so, dass ich das nochmal kurz extra mache, dass wir hier absperren.
in der App, damit ihr das auch seht, dass das alles seine Ordnung hat. Batterie wird geheizt, genau. So, Fahrzeug ist abgesperrt, das erkennt man also hier. Ich kann das nochmal extra aufsperren und dann sperre ich es nochmal ab. Genau, so, Fahrzeug ist also abgesperrt. Perfekt. Ja, was ich jetzt mache, ich gehe in den Flugzeugmodus. Jetzt habe ich also mit meinem Schlüssel keinerlei Verbindung mehr zu meinem Fahrzeug. Ihr wisst ja, beim Tesla fungiert das Handy als Schlüssel. Ja, ich habe jetzt keine Verbindung mehr. Das heißt, ich kann das Auto jetzt mit Sicherheit nicht mehr aufsperren. Das probieren wir aber gleich aus, ob ich das Auto aufbekomme oder nicht. Ja, hier heißt dann Schlüsselkarte zum Entriegeln antippen. Habe ich nicht, also das Auto erkennt mich nicht. Ich bin auf gut Deutsch offiziell nicht hier. So, und jetzt schauen wir mal, ob ich meinen Ladevorgang beenden könnte. Zwei Ladevorgänge aktiv. Wir wählen jetzt meinen aus. So, jetzt gehe ich auf Ladevorgang beenden. Ich hoffe, man sieht das hier gut. Möchten Sie den Ladevorgang wirklich beenden? Okay. Laden wird beendet. Haha, es gibt's hier nicht. Das gibt es ja nicht. Danke für Ihre Ladung. So, schauen wir mal hier. Der Port ist noch nicht freigegeben. Aha. Tesla hat den Ladeport noch nicht freigegeben. Das heißt, abstecken kann man es wohl nicht, das Kabel. Also es könnte jetzt nicht ein anderer hergehen, der unbedingt laden will und könnte einfach mal so zum Spaß meinen Ladevorgang unterbrechen. Wir hätten ja hier quasi, wenn man sich die Ladesäule mal anschaut, nicht nur die Seite zum Parken, sondern man könnte sich theoretisch auch hier hinstellen, das Ladekabel rüberziehen auf diese Seite und dann dort laden, ja, und dem anderen quasi das Laden wegnehmen. Super spannend. Super spannend. Schauen wir nochmal. Für mich ein absolutes No-Go, ja. Ein absolutes No-Go. Es kann also wirklich nicht sein, dass man von anderen den Ladevorgang beenden kann. Was ist denn, wenn ich jetzt hier auf Start gehe? Wie möchten Sie laden? Okay. Gut, also ob man jetzt wieder erneut starten könnte oder nicht, das lasse ich jetzt mal dahingestellt. Das ist wieder ein anderes Thema. Also, ja, ich mache jetzt meinen Flugzeugmodus logischerweise wieder an, damit mich mein Auto wieder erkennt. Und dann stecken wir das Ding ab. Genau, ich kriege also auch die Mitteilung, dass das Laden beendet wurde. Und ja, damit hat sich das erledigt. Also Freunde, das ist für mich mies. Das ist für mich wirklich, wirklich mies. Ich kann jetzt also hergehen und kann aus dem Fahrzeug heraus den Ladevorgang bzw. den Ladeanschluss entriegeln und kann damit dann das Ladekabel abstöpseln. Gut, damit wäre Test 1 erledigt und ich muss sagen, nicht zur Zufriedenheit auf gut Deutsch. Definitiv nicht zur Zufriedenheit. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir den zweiten Test und jetzt bleibe ich gleich hier ganz normal einfach sitzen und ich versuche jetzt mit der Electroverse-App die Säule freizuschalten. Vielleicht sollte ich davor doch noch mal das Kabel ausstecken. Genau, ich stecke jetzt erstmal noch das Kabel aus. Das heißt, wir machen hier Ladeanschluss entriegeln. Dann stecke ich das Kabel noch mal aus und dann schauen wir mal, zu welchem Tarif wir laden. So, Kabel raus, Kabel einhängen, ist erledigt. Jetzt suche ich in der Electroverse-App meine Ladesäule. So, schauen wir mal. Hier stehen wir. Dann muss das hier sein. Dann haben wir CCS1. Ich schaue mal, ob ich noch hier eine bessere Nummer finde. Ist jetzt gerade nicht der Fall. Das ist die Ladesäule 2. Schauen wir mal. Ladung starten. Das wäre dann hier mit einer 1 dran. Ja, hier haben wir noch eine Nummer. 9043
8, 7 und die 1. Ich hoffe, man kann es sehen. Also es ist auf jeden Fall der richtige Stecker. Das heißt, ich wähle jetzt hier diesen Anschluss aus. So, jetzt einstecken. Ist geöffnet. Ich nehme das Kabel raus. Stecke ein. Und dann schauen wir mal, zu welchem Tarif wir laden. So, er blinkt blau. Kommunikation findet statt. Er blinkt grün, wir sind also am Laden. Schauen wir uns das hier nochmal an. Genau, er zeigt es uns gleich an. Das schaut doch gut aus. Gut, so jetzt gucken wir mal in die App rein, was die so spricht zum Thema Ladung. Ja, hier heißt Ladung starten, Ladung ist aber im Grunde genommen ja schon gestartet. Beziehungsweise wir drücken einfach mal nochmal drauf. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwo sehen, dass wir einen aktiven Ladevorgang haben. Er zeigt uns in der App immer noch an. Ladevorgang wird gestartet. Ja, aber wir laden schon. Gut, dann müssen wir eben gucken im Nachgang, was den Tarif angeht oder die Abrechnung angeht, wo ich eine Abrechnung bekomme. Wir können auch einfach mal meine ENBW-App aufmachen und schauen, ob der jetzt irgendwie gerade einen aktiven Ladevorgang anzeigt. Schauen wir mal, was wir da haben. Lademonitor. Der zeigt einen Ladevorgang an. Interessanterweise zeigt er, denke ich, an, dass ich am Laden bin, hier oben mit dem blauen Beenden. Aha. Also, obwohl ich jetzt versucht habe, über Electroverse freizuschalten, scheint er hier tatsächlich über den über ENBW zu laden. Aber kann natürlich auch sein, dass ich zu langsam gewesen bin. So, ich beende den Ladevorgang und versuche das ganze Ding einfach nochmal mit ENBW freizuschalten. Wir sind immer noch bei ENBW. So, Ladevorgang ist beendet, das Kabel ist, jawohl, wir können rausziehen, das machen wir jetzt einfach mal. So, jetzt starten wir nochmal, ich halte es gleich mal in der Hand, oder kriege ich das hin, ja. So, jetzt schauen wir nochmal zur ENBW, Ladeanschluss auswählen, Ladung starten, ja, funktioniert nicht, die App hängt, es gibt Probleme in der Elektromobilität. Ja, gut, dann müssen wir das hier beenden. Das heißt, dieser zweite Test hat jetzt einfach nicht perfekt oder nicht einwandfrei funktioniert. Also dieses Thema mit dem anderen Tarif ist so eine Sache. Soll ich jetzt noch, ich hätte noch eine App und zwar die Maingau-App. Mit der könnte ich es auch noch versuchen. Das machen wir jetzt noch. So, ich gehe jetzt in die Maingau-App rein, versuche diesen Ladepunkt hier zu finden. Es ist bitterlich kalt, Freunde, das sage ich euch. Minus 6 Grad immer noch. So, dann schauen wir mal alle Ladepunkte anzeigen. Und dann gucken wir nochmal nach der richtigen Nummer. Dann probieren wir es mal das gleiche nochmal mit der Maingau-App. Er hat die 9043871. 9043871, die hätten wir sogar da. Dann probieren wir es mal mit der. Wir gehen auf Ladevorgang starten. Ladevorgang gestartet, hoffe ich. So, Kabel rein. Verbundener Ladepunkt. 64 Cent pro Kilowattstunde. Er blinkt wieder blau. Das heißt, wir warten wieder, bis er soweit ist. Und dann schauen wir mal, was er uns anzeigt. Er ist grün, das heißt, wir laden. Wir sind schon am Laden. Was sehen wir sonst jetzt hier in der App? Würde ich doch ganz gerne meinen Ladevorgang sehen. Preisübersicht, Ladevorgang. 9.1. im Gange. Jawohl. Das müsste doch hier sein. Ladevorgang im Gange.
Er ist am Laden. Dann schauen wir noch mal schnell rüber in die Mobility App, ob er uns hier einen Ladevorgang im Moment anzeigt im Lademonitor. Keine aktiven Ladevorgänge. Jetzt ist das Rätsel gelöst, hat es ein bisschen länger gedauert als gedacht. Jetzt laden wir gerade über die Maingau-App. Also es ist bei AutoCharge auch möglich, mit einem anderen, vielleicht günstigeren Anbieter zu laden. Als das, also man muss nicht immer mit der ENBW-Geschichte laden. Gut, Freunde, das soll es gewesen sein. Einerseits schwer enttäuschend für mich, dass jeder den Ladevorgang beenden kann. Das ist der Hammer. Übrigens, die Frage ist auch noch gekommen, wie schaut es da beim Supercharger aus? Nein, beim Supercharger kann definitiv nicht jeder den Ladevorgang beenden, denn diese Kabel hier vom Supercharger, der CCS-Lader, hat hier oben einen Druckknopf, den man drücken muss, um das Laden zu beenden und das Kabel abzuziehen. Und das funktioniert nur, wenn man den Schlüssel dabei hat, also das Handy oder eben den physischen Schlüssel. Sonst kann niemand das Laden beenden und das Kabel einfach so abziehen, weil die Verriegelung da ist und weil das Auto quasi an dem Supercharger immer weiter lädt, bis jemand kommt, der den Schlüssel bei sich trägt zumindest. Ja, ich hoffe, ich habe die Fragen alle beantwortet, das gute Wetter genutzt. Ich wünsche euch viel Spaß, schönen Tag und vergesst nicht abonnieren. Es geht immer noch weiter, noch viele Themen, über die ich Videos mache. Als nächstes gehe ich mal technisch inhaltlicher auf diese ganzen verschiedenen Ladesäulen ein. Da gibt es nämlich auch ganz, ganz interessante Sachen. Also bleibt dran und ihr werdet aufgeklärt. Macht es gut. Servus. Ciao.